Ja, dann nehmen wir gleich auch das nächste LP schon auf. Wenn ich gerade schon mal dabei bin, kann ich mir gleich zwei aufnehmen oder so. Und wir brauchen Stone Slabs. Slabs. Ups. Ich baue wahrscheinlich wieder beide ab, oder? Nee, gar nicht mehr. Ach, komm. Ja. Ich glaube, wir müssen was dazu bauen und so. Schaut das Ganze ja doch eigentlich eventuell ganz gut aus. Aber ja, jetzt müssen wir erstmal hier irgendwas Steiniges farmen. Ich auch noch nicht weiß wo. Ich denke mal, ich werde hier einfach mal so ein bisschen runtergraben. Ja, die brauchen das eigentlich sowieso irgendwann mal. Von dem her kann es nie schaden. Ups. Ich wurde viel zu weit. Den Rest wegbutteln und einfach mal hoffen, abwarten und Tee trinken, dass mal Steine kommen. Was nicht machen. Ich hoffe, da unten kommt sich irgendwie gleich irgendwie Lava oder so. Also würde man eigentlich auch andererseits auch wieder hören. Andererseits, wenn ich hier anderen am Quatschen bin, wahrscheinlich wieder weniger. Ah, Couples. Meine geliebten Couple-Stones. Wobei, Stones, sorry. Das sind jetzt nur Stones, das haben wir im letzten Mal schon geklärt. Perfekt. Und Gravel auch noch. Na, das ist ja fast schon wie ein Sechs am Lotto. Naja, gut, wir wollen jetzt nicht gleich übertreiben, aber. Oh, Kupfer. Wenn ja auch wieder die Texturen fehlen, aber immerhin Kupfer. Können wir es abbauen? Ja, tatsächlich, wir können es sogar abbauen. Cool. Und Eisen dahinter. Das langsam lohnt sich das Ganze wirklich. So. Eine Schaufel wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, alles dazu bauen, ganz schön fein, säuberlich und so. Und wieder weiter Couples farmen. Stell mir vor, wir müssen das jetzt alles mit einer Holzhacke farmen oder so. Oder die Gravels ohne Schaufel. Woraus wahrscheinlich sogar rauskommen wird. Oder haben wir echt keine Schaufel mehr dabei? Nee. Oh. Haben wir uns schon so weit runtergegraben? An deiner Leiter. Ja, also ich denke mal, wir müssen uns hier unten eine Crafting-Box bauen und mal ein bisschen technisch hier einrichten. So. Können wir gleich auch ein paar Flint farmen und so. Ich weiß nicht, wie ich mich hier runterbuddel, aber könnte man eigentlich, wahnsinn, bei Folge 3, sorry, Folge 4, jetzt schon so eine Vorbereitung für eine Mobfalle oder so, also für eine Monsterfalle. Hatte ich bisher auch noch nie. Was das Ge Thema Getreide und so angeht, habe ich diesmal eine ganz geile Idee. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich schon verraten soll, weil eigentlich ist es eigentlich echt eine richtig geile Idee. Und ich kenne auch keinen, der bisher so eine verrückte Farm gebaut hat. Also, ich denke mal, ich werde euch da vielleicht sogar noch ein bisschen auf die Folter spannen und ja, ich denke, lasst euch am besten mal überraschen. Und ich kann euch nur sagen, das Ganze wird mega aufwendig und nicht nur aufwendig, sondern auch extremst intensiv von allen möglichen Rohstoffen, also vor allem von Couples über Erde, vor allem auch Erde so. Auch wenn ich noch nicht wirklich weiß, wie wir das Ganze machen. Das Ganze war so ein bisschen eine Idee von mir und dem Freund.
Also was wissen wir, der gleiche, mit dem ich gerade Minecraft immer zocke. Okay, es geht nicht. Und ja, ich fand die Idee eigentlich auf Anhieb ziemlich cool. Allerdings dachte ich... Boah. Schock. Allerdings, ja, in der Welt, in der wir das gerade so machen, ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Also, ja, hat so ein bisschen einen Hang zur Übertreibung und keine Ahnung, er hat gerade so ein, na, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Hochhaus gebaut, also wohlgemerkt Minecraft. Und ja, der ist jetzt im Moment gerade auf Höhe 100 irgendwas. Und da oben wollten wir uns eine Getreidefarm bauen. Und ja, ziemlich cool, aber auch ziemlich verrückt. Hier ist übrigens Uran. Ich will ja nicht meine Eisenhacke verschwenden, weil im Moment haben wir noch nicht wirklich viel davon. Von dem her nehme ich lieber nochmal die Kappelhacke. Kappelhacke. Höhe 53. Jetzt buddeln wir uns bis zum Diamanten runter und fahren wir erstmal nur ein paar Diamanten. Ups. Das Werkzeug. Also jetzt natürlich Diamanten finden, finde ich auch richtig geil. Weil irgendwie so ein Riss oder so, einmal kurz runter, Diamanten rauchen und so. Wäre natürlich echt schon richtig, richtig geil. Aber auch leider ziemlich unrealistisch und naja. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr überhaupt noch so wirklich aktiv am Fernsehschauen seid oder am Fernsehen oder wie auch immer. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, aber ich habe schon tausendmal gesagt, aber ich weiß nicht, Fernsehen, was ist interessant am Fernsehen? Keine Ahnung, Dschungelcamp, also sorry, aber ACTV ist wirklich schon mal, ja, was soll man sagen, ACTV ist ACTV, keine Ahnung, irgendwie irgendwelche Leute blamieren, wow, toll, wie niveauvoll und keine Ahnung, ich denke mal jeder, ich würde echt mal behaupten, jeder YouTuber, egal wie klein ist und egal wie schlecht er ist und egal wie schlecht die Hardware ist, macht bessere Videos als jetzt irgendwie Frauentausch, Dschungelcamp oder sonst irgendwas. Vor allem, weil das ganze Dschungelcamp ja sowieso alles nur Fake ist. Und ich meine Kiste da falsch gebaut habe. Also es ist nicht nur Fake, aber sagen wir mal so, es ist... Ich verstehe nicht, wieso diese Leute überhaupt dafür opfern und so, aber gut. Das ist eine Sache und die andere Sache ist einfach, es wird einfach schon sehr, sehr viel so auch von der Regie und so manchmal vorgegeben und naja, auch wenn sie sagen, so mitten im Dschungel und so und habe ich eigentlich schon mal gefragt, wie das Ganze mit den Kameras so passieren würde oder wie das Ganze so gehen würde und klar, es gibt Kameras, die brauchen nicht ständigen Strom. Netzanschluss, Stromnetzanschluss, Netzanschluss, Stromanschluss, wie auch immer. Aber auch die ganze Beleuchtung und so und ich weiß nicht, keine Ahnung. Und so teilweise gab es immer so ein paar Skandale, haben irgendwie Teichfrühle gesehen und so. In dem naturechten oder in den echten Dschungel. Dschungel wollte ich gerade nur sagen. keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich finde es einfach zum einen billig und zum anderen einfach sehr, sehr. Ja, niveaulos, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, wie schon die White Titties ja immer gesagt haben, in irgendeinem Song, wie war denn das? Ich glaube, zum Leider Geil oder so war die Parodie das. Kam mir auch irgendwie mal so ein Satz vor, jetzt hab ich auf die Eisenhacke. Denn wir lieben zum Glück Scheiße und so. Da dachte ich, am Anfang habe ich immer so gedacht, naja, okay, gut, das ist halt irgendwie so eine Parodie, aber dann habe ich mir so drüber nachgedacht und dachte ich mir eigentlich, ja, eigentlich stimmt schon, weil wenn wir uns mal so überlegen, was wir uns eigentlich so täglich für eine Scheiße reinziehen, bei mir hier angefangen und dann über Fernsehen, nee, ich mache ja keine Scheiße, ich mache ja ernsthafte LPs mit Fun und Fail und Fällen. Ich wollte hier nur ein paar Couples farmen, wir haben jetzt sortieren lassen. 4 Stacks, okay, ich denke mir, das reicht ganz locker. Und
Wir brauchen vielleicht noch eine Crafting-Box oder so. Zumindest kurz, um jetzt... Nee, wir... Noob muss da mal kurz hoch. Plopp, 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 plopp. Und... Ja... mal kurz ein paar Leitern bauen. So. 25 Leitern reichen, hoffentlich. Ja, wäre schlimm, wenn nicht. Das kann eigentlich nur reichen. Quadratisch 1, 2, 3, 4, 5 mal 1, 2, 3, 4, 5. Und sogar quadratisch. Ziemlich Pro-like. Hatten wir 25 minus 8. Wow, der Wald, what the fuck? Ist ja krank. Ach, eine Spinne, wo ist überhaupt mein Schwert? Warte, eine Spinne, ich brauche noch mein Schwert. So, jetzt. Jetzt können wir miteinander schmusen. So. Ja, ein bisschen Licht verteilen. Licht spenden. Wenigstens sind ja auch die ganzen Shadow-Mods und so drin. Das Ganze ziemlich geil macht, also wenn man hier so das Schatten an, das Licht und so ansieht. Sorry, Mann. Schaut schon ziemlich geil aus, also im Gegensatz zu normalen Minecraft und... What the fuck? Ey, jetzt mal halblanger. Das fliegst du gleich runter. Oh. Armes Ding. Nee, nicht wirklich. Mal kurz was fressen. Ich dachte mir gerade, irgendwas stimmt hier nicht so ganz, aber jetzt wächst hier schon der Baum ins Haus rein. Ja, achso, Bett. Mal kurz pennen legen. Ich trinke mal so kurz, so lang was. Was für ein schöner Tag. Sonne scheint, blauer Himmel. Die Vögel zwitschern. Naja, die Slime pluppern. Wie man es auch immer nennen will. Und die Sniper campen. Könnte den Tag schöner beginnen? Nicht wirklich. Ja, mit einer fehlenden Crafting Box, verdammt. ...51 von den komischen Dingern. So, wir sind heute noch fertig. Oh, shit. Sieht zwar geil aus, aber... ...zum Bauen ist es im Moment gerade ein bisschen ungünstig. Nee, ich lass mich jetzt nicht runtersnipen. Snipern. Wir brauchen hier erstmal ein Dach. Hat wie immer Vorhang. Uah. Ich dachte mir gerade, ich fall jetzt runter. Ich sehe mich schon wieder runterfallen. Irgendwie, dass mir der Sniper wieder umhaut oder so. Oh, was? Vielleicht wächst das Ganze hier echt schon zu, keine Ahnung. Nennt man sowas? Mammutbäume sind es zwar nicht, aber ich muss sagen, ich nenne es mal Mammutbäume zusammen und so. Wo ist der Stein hin? Habe ich den schon wieder? Naja, egal. Dieser eine Stein da. So fällt uns wenigstens nicht anderen was runter. Ach, verdammt. Nein. Zu dem Thema. Oh. Mir fällt gerade was auf. Oh. Shit. Lala. Irgendwie müssen wir wieder runter. Da hinten haben wir gleich so irgendwie angefangen oder so. Ich glaube, es war so.
jetzt am Anfang waren wir erstmal dazu. Ich will dann noch so, so ein Giebel-Dingsens bauen. Wenn ich mal denke, das ist dann doch ziemlich praktisch. Es sind schon wieder 15 Minuten rum, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wieso geht die Zeit so schnell? Ich glaube, meine Uhr backt oder so. So, ich will dann trotzdem schnell fertig bauen. Wir sonst beim nächsten Mal wieder da anfangen und so. Ups, war da. Ich hoffe, das Ganze ist dann relativ mittig und so. Sollte, ups, eigentlich mittig sein. Eigentlich. So, das Dach ist drauf und schauen wir uns das Ganze mal von außen an. Uah. Ich wollte gerade noch was hinbauen, aber ja gut. Ja. Schaut eigentlich ganz akzeptabel aus. Mit auch nahezu transparent ist, so im Gegensatz zum Hintergrund und so. Also nicht transparent, aber fällt eigentlich gar nicht so auf. Weil, wie dicht der Wald hier schon ist. Schon cool. Ja, komm du Slime, dann krieg ich auch noch 16,5 Minuten. Noch Slime da. Ach komm. Ja, und noch ein Sniper, wollen mich jetzt eigentlich verarschen? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es saufen nicht mal langsam. Ich stelle mir gerade so vor, wenn so im Real Life so viereckige sogenannte Slime rumhüpfen würden. ich stelle mir das ganz lustig vor. Kurz Dings anpflanzen, ja, und ich überziehe schon wieder, ich weiß, sorry. Ich und mit meinem Überziehen immer. So, jetzt beende ich aber wirklich, sobald ich im Haus drin bin, und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten LP.